Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und wir kommen tatsächlich hier, was? Und willkommen hier zu einem weiteren Vlog auf diesem Kanal und nicht irgendein normaler random Vlog, sondern heute, von mir aus gesehen, ist Black Friday, der 25.11., der Konsumtag des Jahres, der Tag, wo man leider die meisten Impulskäufe macht, ich hoffe dieses Jahr nicht. Und ich werde jetzt gleich zusammen mit zwei Kollegen nach Düsseldorf fahren, in die Innenstadt, was frühstücken gehen, abchecken, was kann man am Black Friday sogar in den Läden vielleicht mitnehmen. Normalerweise ist es ja eigentlich immer nur online so krass mit diesem ganzen Sale, aber vielleicht gibt es ja auch in-store krasse Deals. Ich bin auf der Suche nach Parfum, vielleicht irgendwelche nice Klamotten, ein paar Accessoires und ich will es einfach mal abchecken. Vielleicht kann auch sein, dass ich gar nichts kaufe, dann lade ich es aber trotzdem hoch, weil ich will einfach die Experience mal so mitnehmen. Ich war noch nie am Black Friday wirklich an diesem Tag in der Innenstadt und habe mal so die Stores abgecheckt. Vielleicht ist es größter Schrott, vielleicht finden wir die größten Deals. Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Und an der Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön für diesen unfassbaren Support im Black Friday Video. Das Video hat mich so viel Arbeit und Zeit gekostet, aber es hat sich gelohnt, es ist unfassbar bei euch angekommen. Fettes Danke nochmal dafür. Wenn genau du vielleicht noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr gerne, hol das Ganze nach und lasst uns zusammen hier die 40.000 voll machen. Einen Daumen nach oben könnt ihr sowieso auch da lassen und ich gehe mich jetzt ready machen, weil das hier, gebt euch mal, wie lang meine Haare sind. Ich war einfach seit 2 Monaten nicht mehr im Friseur. Guck mal, die gehen so über meine Ohren und so meine Seiten. Das ist ganz ehrenlos. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen will. Ich weiß es noch nicht. Ich habe irgendwie was vor mit meinen Haaren, aber ich weiß noch nicht ganz was. Naja, wir werden es jetzt mal ready machen und dann sehen wir uns später wieder. Dann geht's nach Düsseldorf. Let's go. Ich bin ready und ich merke auch gerade, ich könnte eigentlich auch mal den Spiegel sauber machen. Auf jeden Fall ist das mein Outfit und ich habe euch auch noch gar nicht mein LPU gezeigt. Ich habe nämlich endlich nach so langer Suche den Yeezy Gap Balenciaga Hoodie gefunden. Seitdem ich den Los Angeles anprobiert habe, ich wollte ihn unbedingt haben. Nie gefunden für einen guten Preis in meiner Größe, in der richtigen Farbe. Jetzt habe ich ihn endlich, aber seht ihr auch nochmal ausführlich dann in einem Latest Pickup Video. Dazu trage ich einmal, habe ich auch Ewigkeit nicht mehr getragen, die Branded Cargo, ich glaube für 30 Euro oder so, Baba Ding. Und trage ich auch das erste Mal diesen Winter die wunderschönen Desert Boots von Yeezy. Das ist ja mein Outfit, wie ich finde, ganz cool. Schreibt mir übrigens auch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr schon was gekauft am Black Friday? Weil bei mir ist bis jetzt irgendwie eigentlich relativ mau. Ich habe ein paar Sachen gekauft, aber jetzt auch nicht irgendwie die übertriebenen Banger. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr nicht so krass was gefunden. Schreibt gerne mal rein, ob ihr schon was gefunden habt. Und wenn ja, was, würde mich mal interessieren. Ich fahre jetzt erstmal kurz meine Kollegen abholen. Unter anderem auch Senat, der kommt auch mit. Und dann gehen wir erstmal frühstücken. Ich habe so geisteskranken Hunger. Wir haben jetzt 11:30 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen und auch das letzte Mal gestern Abend um 18 Uhr gegessen. Der allererste Stop, wie gerade schon angeteasert, ist Frühstück. Und wir werden jetzt so unfassbar geil frühstücken. Türkisch bei Boname hier in Düsseldorf. Ich werde es euch gleich zeigen. Es wird so eine riesige Platte mit unfassbar geilem türkischen Frühstück. Und vertraut mir, wenn ihr mal in Düsseldorf seid und frühstücken wollt, geht nicht zu Café Buhr, macht nicht diese komische Influencer-Kacke. Geht zu Boname, vertraut mir, ihr werdet es gleich sehen. Und danach sind wir gestärkt, danach gehen wir shoppen. Ich habe jetzt gar nicht so die hohen Erwartungen, dass ich jetzt irgendwie die geistkranken Steals mache und irgendwie mega viel kaufe. Aber vielleicht ist das ein oder andere nice dabei. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Hier ist der Laden, Boname. Vertraut mir, 10 von 10. So, man bestellt das Ganze hier im Haus und wir nehmen auf jeden Fall Frühstück. Boname Frühstück mit Menemen. Also ihr könnt sehen, hier gibt es unfassbar wildes türkisches Essen. Ganz wichtig, einen Chai und dort wär's. Chai ist schon mal da. Wie krass sieht das eigentlich aus? Wow. Das war nicht Schlotterbeck-Fehler, sag ich ehrlich. Süle hat auch einen verkackt. Süle, das war Süles Fehler. Schlotterbeck und Rüdiger haben aber auf Abwechsfalle gespielt und das sind auch... Ihr wüsstet, wie voll ich bin, aber es war 10 von 10. Leider nicht alles geschafft, also ich mag auch keine Oliven zum Beispiel, aber boah, ich kann nicht mehr. Essen hat sehr, sehr lecker geschmeckt, ich glaube, man hat es auch gesehen, es sah schon schmackhaft aus. Jetzt fangen wir an zu shoppen, wir gehen mit dem allerersten Spot und das wäre einmal Jade's. Habe ich noch nie was gekauft, immer reingegangen, nie irgendwas gefunden, aber ich sehe schon, da ist ein Prozentsticker. Wir haben wahrscheinlich auch Sale am Start und mal schauen, vielleicht findet man was, vielleicht findet man nichts. Wir werden es sehen. Hopefully they got something. They got nothing. Nothing. Nur Schrott, wie zu erwarten. Also wie gesagt, bei Jade's, ich war da schon... Alter, was ist mit meiner Stimme heute los? Konnte auch irgendwie nicht richtig filmen da, weil erstens war da eh nichts Sehenswertes und zweitens, kennt ihr das so, diesen Designer möchte gern Läden? Man wird die ganze Zeit so angeguckt und beobachtet von diesen Verkäufern da. Die laufen an die ganze Zeit hinterher, man fühlt sich so richtig unwohl irgendwie. Obwohl das ja eigentlich gar nicht die Mission sein soll. Man sollte sich ja vor allem in so teuren Läden ja eigentlich sehr wohl fühlen. Deswegen war es jetzt auch irgendwie nicht so einfach, da zu filmen. Und ich habe nichts gefilmt. Aber ihr bekommt noch genug Content. Macht euch da gar keinen Stress. We are here on the Königsallee. You can see it. And hopefully we're gonna find some crazy sales and crazy stuff. Hier hat auf jeden Fall ein neuer Douglas aufgemacht.
20%, aber die gibt's auch online. Naja, wir schauen mal. Also was auf meiner Parfumliste und auch hier am Black Friday ganz, ganz oben stand, war Tom Ford Lost Cherry. Wollte ich die ganze Zeit haben, immer nach einem guten Angebot gesucht. Und jetzt habe ich hier eigentlich das Preis-Leistungs-Beste gefunden bei Douglas. Denn ihr könnt sehen, bei über 50 Milliliter bekommt man eins von den Body Sprays geschenkt. Und ihr bekommt nochmal 20% auf die ganzen Düfte. Und da denke ich mal, werde ich jetzt Lost Cherry mitnehmen und auch das Ombre Leather, weil das finde ich am geilsten von denen. Super, danke schön. Danke schön. First Cops, Lost Cherry, Ombre Leather, Body Spray. Ich zahle jetzt für beides zusammen 213 Euro. Ich glaube, da macht man gar nichts mit falsch. Und ich bin froh, dass ich diesen Duft endlich habe. Startet doch schon mal ganz gut. Und das Wichtige ist, das war kein Impulskauf. Hä, oha. What the fuck, einfach neuer Sneakerladen in Düsseldorf. Hier oben auch einfach LV Air Force. Dior Jordans, LV Trainer. Digga, was ist das für ein geisteskranker Laden hier? Hab ich ja noch nie gesehen. Hier oben auch noch. Ich bin jetzt gerade in der Umkleide. Hab mir das Shirt hier mitgenommen. CPFM Stussy. Unfassbar sexy, das Shirt. Wollte ich schon so lange haben. Mal gucken, ob das was vom Fit überhaupt bringt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, der Laden ist ja geisteskrank. Also, ich habe den noch nie hier gesehen. Der ist im Sevens in Düsseldorf auf der Kö. Haben unfassbar krasse Sachen. Klamotten, Sneaker, alles. Also, Real Talk, wenn ihr mal hier seid. Der Laden heißt Spacewalk. Ich bin sehr überrascht, Alter. Habe ich noch nie sowas gesehen in Düsseldorf. Also, ich weiß nicht. Das ist jetzt die Größe L. Das ist zu lang auf jeden Fall. Aber ich habe auch eine M. Ich glaube, die Ampel wird das zu lang, oder? Digga, das ist auf gar keinen Fall zu lang, ja. Auf gar keinen Fall? Finde ich auch nicht zu lang. Also schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, aber ich persönlich, das ist jetzt wieder die L, ich persönlich finde das irgendwie zu lang. Ich weiß nicht. Also so von die Ärmel sind geil, der Kragen ist gut, der Print ist unfassbar. Aber irgendwie, ich mag das mehr, wenn die Shirts so ein bisschen kürzer sind. Sehr, sehr schade. Ich hätte es echt gerne mitgenommen irgendwie. Gebt euch einfach mal, wie viele Schuhe hier sind. Crazy. Digga, habt ihr diese Yeezys schon mal gesehen? Das sind einfach Yeezys. Noch nie mal eben gesehen. Bei Gott, noch nie gesehen. Was? What the fuck, hä? Also Fazit, ich habe jetzt zwar nichts gekauft, aber der Laden Spacewalk. Wenn ihr mal hier seid, im Sevens da hinten, checkt das sehr, sehr gerne mal ab. Wirklich ein sehr, sehr fresher Laden. Hätte das CPFM Stussy Shirt ein bisschen anders gefittet, wäre es ein bisschen mehr boxy und crop gewesen, hätte ich es auch mitgenommen. Aber ich weiß nicht, der Fit hat mich jetzt nicht so umgehauen. Nächster Stop, Bräuninger. Da will ich unter anderem auch Standard auf jeden Fall ein paar verkaufen, beziehungsweise danach gucken, nach irgendeinem Sergio-Duft. Ich möchte auch oben bei den Klamotten mal schauen, was die so am Start haben. Ich kann aber jetzt schon callen, zu 99,9% werden wir da ohne Tüte rausgehen. Ist irgendwie bei Bräuninger immer so. Ist einfach ein Fluch. Ich kaufe da irgendwie nie was. Einfach nie. So, da vorne sind die Düfte. Das wird der allererste Step. Das schmeckt. Das schmeckt. Das wird ein Kampf. Naja, ich gebe euch Bescheid, wenn ich was finde. Also ich habe jetzt hier einmal den Strick. Okay, stopp. Ich muss hier einmal ganz kurz aus dem Schnitt zwischengreifen. Und zwar habe ich gerade im Schnitt erst realisiert, wie unfassbar hässlich dieser Sweater ist. Ich weiß nicht, warum habe ich den genommen? Ich weiß es nicht, der ist unfassbar hässlich. Und ich habe auch diesen Print gar nicht richtig wahrgenommen im Bräuninger. Also, dass da so ein Mann und sowas drauf ist. Verzeiht mir das, ich weiß, das ist ein ganz ehrenloses Ding. Also, ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber ich habe eben erst gesehen, der hat auch einen Backprint. Und das wusste ich nicht. Ich werde ihn mal anprobieren. Let's go. Das ist einmal der Knit angezogen. An sich der Fit eigentlich sehr, sehr entspannt, aber der Kragen ist halt irgendwie so groß und das feiere ich irgendwie gar nicht bei, vor allem bei so Stricksportern. Ich mag das, wenn der Kragen so schön eng anliegt und deswegen, wobei jetzt, wenn ich es angezogen sehe, finde ich den Print auch irgendwie nicht mehr so geil. Nee, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Und vor allem auch der Backprint. Nee. Weg damit. Ihr werdet euch jetzt denken, what the fuck, was soll das hier? Ich bin auf einer Mission und zwar habe ich schon, frag mich warum, seit ein paar Monaten im Kopf diesen Schuh hier. Und der geht mir nicht aus dem Kopf, aber in komplett schwarz. Also all black, der Trackrunner, ich finde ihn mittlerweile irgendwie todeskrass. Früher fand ich ihn mega wack, jetzt finde ich ihn irgendwie krass. Und will den schon die ganze Zeit haben, aber die haben den hier nur in der Farbe und nicht in ganz schwarz, aber eben in meiner Größe. Und ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben Trackrunner anprobieren, gucken, wie mir das Ganze steht, wie das Ganze aussieht. Vielleicht sieht es auch kacke aus, dann werde ich mir den schwarzen niemals kaufen, aber ich will es einfach einmal für mich so probieren. Deswegen ziehe ich den jetzt mal ganz kurz an. Ich finde den so geil irgendwie, ich weiß nicht. Aber fittet der geil? Ich feier das. Der ist mit breiten Hosen und so. Hast du schon mal? Aber der kommt schon cooler auf der Seite. Aber halt, der komplett schwarz, nicht jetzt in Neon, gelb mit weiß. Und blauer Sohn, Alter, was ist das eigentlich für ein Schuh? Fazit. Ich brauche den in schwarz. Ich finde den sehr, 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 sehr krass. Der passt auch perfekt. Wie zu erwarten, natürlich nichts. Wir kaufen natürlich gar nichts hier. Ich hab's euch ja gesagt, aber ich sag euch ehrlich, der Trackrunner, der geht mir nicht aus dem Kopf jetzt.
Das ist nicht gut. Das darf nicht sein. Aber schreibt mir sehr gerne auch eure Meinung zum Trackrunner in die Kommentare. Coole Beanie. In einem Nike Swoosh drauf. Ansonsten Cream. Basic. Geiler Fit. Ich hab die nämlich mit. Die ist ja todesgeil. Beanie gekoppt und ich habe jetzt anstatt 30 Euro 18 Euro gezahlt. Machen wir nichts mit falsch, aber Grüße an Snipes, dass die wirklich für 50 Leute eine Kasse offen hatten. Naja, zweiter Kopf und weiter geht's. Calvin Klein nehme ich auch noch mit. Ihr wisst warum. Unterhosen. Die Jungs werden auf jeden Fall eingepackt. Ich weiß, Farbe fragwürdig, aber 30% nehme ich mit. Wobei es geht sogar klar: schwarz auf rot, schwarz auf blau. Kopf Nummer 2. Ne, gar nicht. Was laber ich? Kopf Nummer 3. Unterhosen, Hammer, geil, geiler Shopping-Block. Icon, Icono steht einfach drauf. Wegen dem Keck jetzt gehen wir nochmal hier hinten zu Douglas, weil er seine Düfte bei Bräuninger nicht gefunden hat. Das heißt, wir steppen jetzt nochmal bei Douglas rein. Das hier ist Extreme, das hier ist der. Riecht auch von Mut, ja. Der ist halt etwas süßlicher. Ey, der bekommt einfach eine Jean-Paul Gaultier-Beanie geschenkt. Du glaubst, du hast auch. Hast du aber. Oha! Einfach eine Beanie geschenkt. Hey, die geht sogar, also die geht sogar voll klar. Die ist zwar, sorry, tut mir leid. Ja, die geht voll klar. Ah, die ist halt Navy, so. Wäre die jetzt komplett schwarz, wäre cooler. Aber einfach, also für umsonst. Aber die fühlt sich voll länger. Langsam müssen wir auch schon wieder nach Hause, weil meine Boys hier heute Abend noch ein Fußballspiel haben. Und deswegen sind wir ein bisschen gebunden. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ganz kurz zu Apropos. Das ist nämlich auch direkt hier vorne. Die haben auch Black Friday Sale. Mal gucken, ob die vielleicht auch die Trackrunner sogar haben oder generell irgendwelchen coolen Stuff. Und da möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz bei Rituals rein. Ich habe da einen Raumduft, der mir ganz gut gefällt, den ich gerne hätte. Und vielleicht ist der auch im Angebot, das wäre ganz cool. Sale, das ist das, was ich brauche. Apropos, let's go, bitte enttäusch mich nicht. Trash, 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 trash. By the way, falls ihr mal in Düsseldorf seid und gut essen gehen wollt für wenig Geld, hier. Karlsplatz, vertraut mir, da sind ganz, ganz viele Essensstände, Trüffelnudeln und Steakbaguetten, was weiß ich, was alles bekommt ihr hier, Sushi und kann ich nur empfehlen. Also falls ihr mal in Düsseldorf seid, Karlsplatz in der Altstadt, abchecken. Frisch gepresster Orangensaft, ja, der kommt sehr gut. Last Stop für heute, Rituals. Ich hoffe, die haben die überhaupt da 20%? Keine Ahnung, ich bin gespannt. Das hier ist der Raumduft, es geht um den Black Oud. Ist halt so, ja, ein gutlastiger Raumduft. Und der wird jetzt mitgenommen. Die große Variante, 450 ml, auf Empfehlung von Julius. Grüße gehen auch raus an Julius. Und das wäre mein Kopf bei Rituals. Ab geht's zur Kasse. Und das wären meine Pickups für heute. Unfassbar crazy. I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. It's kinda like giving your fame away. Das wär's auch eigentlich schon mit dem Video gewesen. War relativ spontan, relativ kurz und knapp, aber ich denke mal, ihr habt coole Einblicke bekommen. Wie schon gesagt, ich habe jetzt keine Impulskäufe getätigt, mir irgendwas gekauft, was ich brauche. Ich habe jetzt ein Parfum gekauft, das wollte ich mir so kaufen. Das war die ganze Zeit auf meiner Liste. Die Beanie war relativ spontan, aber für 18 Euro machen da glaube ich nichts falsch. Unterhosen gehen sowieso auch immer. Und den Raum, das wollte ich vorher auch schon haben. Alles Käufe, mit denen ich mich auf jeden Fall gut fühlen kann. Ich muss noch mal ganz kurz hier aus dem Schnitt dazwischen haken. Und zwar werdet ihr auch dieses Jahr, genauso wie letztes und auch vorletztes Jahr, ein Black Friday Latest Pickup Video bekommen. Dort werdet ihr alle meine Käufe, die ich in-store, online, wo auch immer getätigt habe, sehen. Deswegen machst du ja gar keinen Stress. Und das wird noch kommen, weil ich habe ein paar ehrenlose Pickups getätigt. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt, generell am Black Friday. Was vielleicht so der krasseste Stil bei euch war. Oder ob ihr sagt, nee, Black Friday, alles verarsche. Gab nur Scheiße, nichts für mich dabei. Lasst mich gerne wissen, das wär's von mir. Und dann würde ich sagen, lasst ihr jetzt noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein und macht die 40k voll. Ciao.